Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deinen Energiebotschaften. Wer kommt, was kommt auf dich zu? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Da fliegen schon die Karten. Die nächsten 10 bis 14 Tage, wie möchten sich diese gestalten? Seelenpartner, Zugehörigkeit, tiefe Verbindung wird verspürt. Ehrlichkeit. Es ist, als würdest du dich bekennen wollen. Dich mehr und mehr diesem Seelenpartner öffnen. Gut möglich, dass dies ein Wasserzeichen oder ein Luftzeichen ist, muss aber nicht sein, kann auch immer der Aszendent sein. Große Sehnsucht wird verspürt. Vielleicht schlichtweg Sehnsucht danach, dich zu öffnen. Liebe Jungfrau, gut möglich, dass eine Schwangerschaft entsteht, möglich ist, stattfindet. Also Vorsicht für diejenigen, die keinen Kinderwunsch hegen. Es geht darum, dass du über deinen Seelenpartner etwas erkennen darfst. Und zwar geht es um toxische Mechanismen, toxische Muster, die auf einem tiefsitzenden Schmerz basieren. Dieser darf erkannt werden und losgelassen werden. Du wirst kommunizieren, ganz klar kommunizieren, eventuell auch eine Entschuldigung aussprechen. Dich, wie gesagt, der Liebe vollkommen öffnen, angstfrei. Du wirst auch erkennen, warum du bis dato deinen Seelenpartner auf Distanz gehalten hast. Angst vor Stabilität, vor Sicherheit. Ja, definitiv. Du begibst dich in eine Heilungsphase. Diese Heilungsphase, es geht natürlich nicht von heute auf morgen, liebe Jungfrau, das ist ganz klar. Doch es ist ein Beginn. Es wird einige Zeit dauern, bis diese Phase abgeschlossen ist, doch du bist sehr mit dir selbst zufrieden. Dein Seelenpartner sowieso, nachdem du dich mehr öffnest. Du warst bis dato immer so im Fluchtmodus. Dieser Modus darf nun aufhören. Du bekennst dich, du öffnest dich. Du hast in der Vergangenheit sehr die Anerkennung und Wertschätzung vermisst, beziehungsweise hattest ein übersteigertes Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Du erkennst dieses Muster, eben das da basiert auf einem tiefsitzenden Schmerz aus der Vergangenheit, gut möglich verursacht durch einen Steinbock oder einen Stier, wie auch ein Wassermann. Du agierst einfach nur. Das heißt, du öffnest dich einfach nur, ohne groß darüber zu kommunizieren, liebe Jungfrau. Und plötzlich fühltest du dich anerkannt und plötzlich fühltest du dich zugehörig. So einfach kann es gehen. Wenn man eine Erkenntnis hat, ja. Du öffnest dich, du fühlst dich sehr, sehr geliebt und aus diesem Zustand heraus gut möglich, dass du einen Heiratsantrag aussprichst beziehungsweise den Vorschlag machst, gemeinsam sesshaft zu werden, zusammenzuziehen, wie dem auch sei. Ja, voller Elan, voller Motivation bringst du dich neu in die bestehende Verbindung ein. Falls du Single bist, liebe Jungfrau, wird der Seelenpartner gefunden, auf dich zukommen oder du gehst auf ihn zu, wie dem auch sei. Doch falls es eben, wie gesagt, ein neuer Mensch ist und du Single bist,
Gehe bitte bedächtig vor, projiziere nicht, sondern bleibe auf dich zentriert, fokussiert, beobachte dich ganz genau. Vor allem sei offen, dieser Mensch, der auf dich zukommt, ist ein Mensch, der, wie kann ich das sagen, ist ein Gefühlsmensch, bei dem es unabdingbar ist, Gefühle zu zeigen. Also von dem her, wie dem auch sei, wende es an, wie es auf dich passt. Es ist definitiv, geht es bei dir die nächsten 10 bis 14 Tage um die Liebe, um eine Herzensverbindung. Oh, ich habe ja hier ganz viele Flipper. Ja, der Konflikt darf endlich aufhören, die Manipulation darf aufhören. Die Manipulation, damit du das Gefühl der Anerkennung und der Wertschätzung bekommst. Ich gratuliere dir, liebe Jungfrau. Wunderbar. Ein Stück näher zu dir selbst, ein Stück mehr dein wahres Ich darf hervorkommen. Sehr schön. In diesem Sinne, liebe Jungfrau, wir wünschen dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Bleib immer mit der Liebe verbunden, der stärksten Kraft im Universum und sei aufs Höchste gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.